Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ-Team und ich heiße jetzt kommen hier in War Thunder auf dem Dev-Server. Ja, endlich habe ich es mal geschafft. Ich hätte um ein Haar verpasst, muss ich persönlich zugeben. Das ist die allererste Dev-Server-Öffnung. Das ging jetzt am 22. um 20 Uhr los. Mittlerweile haben wir es schon etwas später, weil es hat gedauert bei mir, bis es upgedatet war. Wir haben jetzt den 23., also den Sonntag, ne, 0 Uhr 7. Ja. Hat ein bisschen, ich hatte zwischenzeitlich so eine richtige Verzögerung drin gehabt mit dem Runterladen. Ich will jetzt nicht sagen, dass, ja, ich will jetzt der Telekom nicht die Schuld geben. Kann auch an irgendwas anderes gelegen haben. Das ist, ne, mal dazu. Ja, wie ihr seht, wie gesagt, Dev Server, hier ist diese Grafik-Zusatzeinstellung nicht installiert. Es sind noch nicht viele Leute da, wie ihr seht. So eine geringe Anzahl haben wir noch nie in War Thunder gesehen. Es sind wirklich nur 1747 Leute eingeloggt. Darunter sehr viele Streamer, die auch live streamen oder jetzt Video machen. Ne? Ich mache Video, weil es war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich bin momentan noch dabei, OBS zu verstehen. Ich weiß nicht, warum ich so schwer tue, OBS zu verstehen. Ich kann es euch nicht verraten, woran es liegt. Ich tue es mir einfach, ich mache mir das einfach schwer. Ich möchte es nicht schwer haben, aber ja, aber was soll's. Darüber will ich jetzt auch nicht diskutieren. Wir sind hier auf dem Dev-Server und wir können uns die Neuerung zu dem Update Red Skies einfach mal reinziehen. Hier ist eine Menge geiler Kram reingekommen und ich sag mal, wir fangen jetzt gleich mal an. Hier bei den Panzern, wir schauen erstmal hier rum. Ach, diese Zahlen, ey, finde ich super geil. Alles vergünstigt. Dann noch dieses grüne Bändchen. Wer erinnert sich noch an früher dran? Mal 5, konnte man richtig schön hochschmettern hier. Richtig gut schnell erforschen. Ja, das Schlimme ist, das muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt auf die Idee komme und hier irgendwelche Fahrzeuge hochlevele, wird das aber auch nur für den Dev-Server gespeichert und nicht für den eigentlichen Account. Ja. Nein, was soll ich sagen? Schade. Was meint ihr, wie schnell ich hochkäme? Alles mal 5 und das durchgehend. Oh, auf den ganzen Arm verteilt. Scheiße, ey. Das wäre ein geiler Run. Naja, gut. Ja, also wir gucken hier mal rum nochmal. Wir suchen ein goldenes Band. Ich habe vorhin die Liste kurz mal aufgehabt, was mit reinkommt. Aber ich habe dann im Groben nur kurz reingelesen. Und ehrlich gesagt habe ich die Panzer überflogen. Nicht gewollt. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich hier die Aufnahme anmachen. Okay, also amerikanische Panzer, no. Oder zumindest ist noch nichts hier drin. Nein, ist nicht drin. Gut, Heli. Nee, hat sich nichts getan. Gut, da kommt nichts rein. Im Übrigen, wen das Video hier gefällt, kann ihr mal ein Like oder ein Abo da lassen. Und das Video könnte etwas länger dauern. Holt euch Chips. Holt euch Popcorn, ne, solange es noch geht. Könnt ihr Pause drücken und dann, ja. So, Luftwaffe. Luftwaffe. Wo ist es? Ach, diese ganzen, das Ganze hier. Oh, das macht mich ganz kirre. Das ist, so ein schöner Anblick ist das. So ein schöner Anblick. Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Ich suche zu schnell. Meine Augen wollen schneller und können jetzt gerade nicht. Ah, da haben wir es doch. Die 5 FC. Da haben wir sie doch. Gucken wir sie uns mal an. So, diese grafische Einstellung, wartet mal. Das kann ich mir einfach nicht so antun. Das tut in den Augen weh. Ich muss mal gucken. Grafik. Ne, ist auf das Höchste. Alles hoch. FPS, alles ist hoch. Und warum ist das dann jetzt hier so grafisch gesehen? Ja. Klar. Das habe ich natürlich immer an. Ne, ist weiter hinten. Seht ihr es? Das ist immer noch ganz hässlich. Das tut in den Augen weh. Kann ich jetzt nicht ändern, Leute. Kann ich jetzt nicht ändern. Es tut mir leid. Kann ich jetzt nicht ändern. Schade. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich werde ein paar Flugzeuge werde ich auf jeden Fall auch fliegerisch testen können. Ein paar wird nicht gehen.
Ne? Kriegt ja nicht alles freigeschaltet. Ist eigentlich ein bisschen schade, aber was soll's. So, da haben wir sie, wie gesagt, die F5C. So, 20 mm, zweimal, okay. 560 Schuss. Ich hatte mich sogar beim letzten, also als ich den Devblog da gemacht habe, hier das Video für, habe ich mich sogar geirrt. Ne? Ich hatte was gesagt von ungefähr, rechnen mit 250 Schuss Munition und naja, es sind zwar 560, ist ein bisschen mehr. 1460 km/h, hier habe ich wenigstens nicht falsch gelegen. Ich sagte, ja mehr als 1400 ist auch dem gegeben. Wendezeit 26,9 Sekunden. Ja, es geht, geht. Ist nicht überwältigend, aber geht. Steigrade 159,1 Meter pro Sekunde. Ja, damit könnten wir diverse russische Jets abhängen bei der Steigrade. Diverse könnten auf jeden Fall. Und ach, das fällt ja erst jetzt auf. Wir haben jetzt bei den Fliegern einen neuen Rang. Rang 7. Wo war das jetzt zu sehen? Ja, ich zeige euch gleich. Wir haben auf jeden Fall Rang 7 erreicht. Gucken wir mal kurz hier rein. Wow. So, AIM 9E. Okay, also die E-Version von den Luft-Luft-Raketen. Die sind natürlich absolut geil. 18 mal 250 Pfund Bomben. Uiuiui, der kann ganz schön tragen. Was haben wir hier? 2 mal Luft-Luft. 5 mal 750er Pfund Bomben. Okay. Da dasselbe, nur dass hier Bullpup-Raketen dabei sind. Also die RGM-12, ne? Ja, die sind jetzt nicht so überwältigend. Die machen so, ja, ihr seht es ja, so mittelmäßigen Damage. Damit kann man schon kleine Panzer knacken, aber ganz große könnt ihr vergessen. Hier ist eine geile Mischung. Luft-Luft-Raketen, die Zuni-Raketen. Ihr seht ja, was für ein Damage die machen. Dann nochmal drei 750 Pfund-Bomben. Muss ich sagen, sieht doch eigentlich geil aus. Oder hier mit den Mighty Mouse-Raketen wäre auch ganz nice. Wie viel sind das dann? 38 Stück. Wäre auch eine nice Idee. Was ist denn das hier? Okay, zweimal Luft-Luft-Raketen inklusive 3000 Pfund-Bomben. Auch ein schönes Waffenlayout. Das könnte mir auch gefallen. Gut, das sind nur 250 Pfund Bomben, aber trotzdem. Da sind es genug Mighty Maus. 76 Stück, okay. Also, das sieht schon wieder hier bestialisch aus. Hat wirklich was für sich. Ich würde mal sagen, wir machen mit dem Baby mal einen kleinen Testflug, hä? Kleinen Testflug wäre schon ganz drin. Boah. Das ist das. Ich komme mir vor wie ein Kind im Bonbonladen. Ja, was nehmen wir denn da? Ich tendiere zu dem hier. So. Flair brauchen wir jetzt nicht. Wir machen ja nur einen Flugtest. Wir machen ja nur einen kleinen Flugtest. Boah, was eine Bewaffnung, ey. Das ist schon ganz krass gemacht. Ja, wie gesagt, das ist mir Grafik, das tut mir leid. Das ist einfach nicht eingestellt. Ich bin der Sound. Ein Moment, der Sound ist hier nicht wie beim Original. Oh Scheiße, guckt euch das mal an. Okay. Weil drüben habe ich den Sound auch ziemlich niedrig gesetzt. Tinnitus. Hier Gesamtlautstärke. So. Müsste jetzt gehen. Ja, ihr hört mich bestimmt schon. So. Na komm, durchstarten, 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 durchstarten. Ne? Ne? Dauert? Dauert noch? Dauert noch? Uiuiuiui, guckt euch das an. Uiuiui, der hat aber ganz schön. Na gut, ich bin auch ordentlich gepackt. Mal dazu, ne? Mal dazu. So. Also Luft-Luft-Raketen. Das nervt mich mit diesem Verschwimmungsscheiß hier. Das sieht so unecht, so ur aus. Egal, das ziehen wir jetzt hier eisern durch. Oh, habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Das ist ja richtig groß geworden mit dem Suchkopf. Okay, wir sind aber noch nicht drauf. Nein. Nochmal. Ein bisschen hier ran. Okay.
Angeblich kann man der die jetzt verfolgen. Oh, wie geil. Ihr müsst U drücken, also U gedrückt halten. Oh, wie geil ist das denn? Ja, jetzt haben wir doch mal was. Jetzt können wir auch eindeutig überprüfen, ob die Rakete auch wirklich ihr Ziel erreicht. Natürlich, wenn ne, U gedrückt halten, bedeutet natürlich auch, das blöde Problem zu haben, dass man vielleicht abgeschossen wird, wenn man nichts sieht, so in dem Sinn. So. Upsi, das habe ich vergessen. Stimmt, da war mal was. Oh, das war zu verzögert. Kann sein, dass ich hier alles auf Verzögerung eingestellt habe. Oh, das brennt jetzt sogar. Okay, okay. Man kriegt ihn nicht richtig so runter, wie man das möchte. Könnte an den Kampfklappen liegen. Könnte, muss nicht. Guckt euch das mal an. Das brennt jetzt mal richtig. Das ist immer geil. Mir fällt gerade ein, weil normalerweise habe ich das auf eine andere Taste mit den ganzen Raketen. Mir fällt aber gerade ein, ich habe hier gar nicht diese Einstellung damals gemacht. Weil, naja, das ist der Dev-Server. Okay. Jo. Alter Verwalter. Jo. Dann wollen wir sie mal austesten, richtig. Also wenn wir mal auf, dumm zu spielen, also rumzuspielen. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir wirklich schön schnell hochkommen. Oh Mann. So. Ja, es geht. Also wir sind ja hier wirklich, guckt euch mal die Neigung an. Also das ist wirklich sehr horizontal. Der Nachbrenner bleibt lange an. Jetzt hat er aufgehört. War aber schon lang genug. Ja, finde ich nicht schlecht. Oh, die Maschine wird mega Spaß machen. Da wette ich mit euch drauf. Das wird richtig Bock machen, die zu. Oh, der Nachbrenner könnte benutzt werden. Das ist ja eine schnelle Auskühlungsphase. Das ist ja mal krass. Also, das sind ja die Dinger hier. So. Die machen wir mal weg. Und jetzt wieder richtig schön hoch. Sieht nice aus. Ja, ich würde mal sagen, man spürt es. Alter, wie schnell ich hoch bin. Ja, nee. Ist schon easy. Es fühlt sich auch schön an. Also auf den freue ich mich. Gut, die Premium-Version, 60 Euro. Ganz schön teuer, Leute. Da muss man dann nochmal drüber nachdenken. Macht man es nicht. Ne? Das ist halt super. Ich jetzt einen von denen losschicke von denen. Wir können diese Dinger hinterher verfolgen. Ist das geil. Vor allem kann man dann schöne Videos machen. Jo. Da kann man viel schönere Videos produzieren. Finde ich einfach mal nur geil. Okay. Ja, der Sound hat was, muss man schon sagen. Die Maschine fühlt sich wirklich schön an. Also für einen, der diverse Jets sehr sehr mag, ne, fühlt sich wirklich sehr, sehr schön an, die Maschine. Und ja, die Bewaffnung ist jetzt auch schon legendär, muss man schon echt sagen. Ist echt geil. Gut, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier noch die eigentliche F5. Die E-Version, die können wir jetzt leider nicht fliegen. Okay. Sieht nice aus. Sieht ganz nice aus. Ja, hat was. Hat echt was. Oh, wartet mal, also ich, diese Sichteinstellung hier, diesen ganzen Kram, das geht mir so auf den Senkel.
Ich muss das jetzt mit der Grafik das machen. Ach, ja, seht ihr? Das da. Ich habe das damals ausgestellt, weil irgendwie, ja, seht ihr, jetzt sieht das auch wieder kräftig aus. Ich weiß nicht. Ich mag dieses DLSS nicht. Ich mag es nicht. Irgendwie verschwemmt das mir den ganzen Kram. Also, ja, es soll irgendwas toller machen, besser machen, aber ich mag es nicht. Ich muss nicht unbedingt das Raytracing so intensiv nutzen. Und so, wie das jetzt hier aussieht, ach, viel, viel schöner. Da kriegen meine Augen keinen Krampf. So. Oh, ich habe schon gedacht, ey, irgendwas hat sich hier umgestellt. Ja. So, jetzt können wir die Maschine auch richtig schön in scharfer Sicht sehen. Ja, so finde ich es nice. So ist es nice. Sieht echt schön aus. Daten. Ein klein bisschen verändert, wir sehen es. Trotzdem, also Maschinenkanone, 20 mm, 560 Schuss, nichts anderes. Hier sind es einfach nur 26 km/h mehr von der üblichen F5, wie wir sie kennen, bei den Chinesen, ne? Und die Premium-Version hat natürlich irgendwas mit 60 eben gehabt. Also das hier ist, ja, trotzdem, schnell genug ist sie, schnell genug ist sie. So, Wendezeit, 25,2 Sekunden, 130 Meter pro Sekunde in der Steigrade. Jetzt ein Vergleich nochmal, warte mal, 130 Meter, was war bei dir? 159. Ja, gut. Aber trotzdem nicht schlecht, ne? Ja, und wie gesagt, neuer Rang wird existieren. Ihr hieß er, Rang 6 bei den Flugzeugen ist er entstanden. Hier verändert sich was, wie ich gerade sehe. Ja. Denn die A7, die war hier unten immer und jetzt ist sie hier drunter. Jetzt ist sie unter der AV8C gelandet. So sieht das dann aus. Interessant. Interessante. Ist noch irgendeine Veränderung, die mir vielleicht ins Auge sticht? Nicht wirklich. Irgendwie Positionen gewechselt der ganzen Flugzeuge? Nee. Nee, sieht jetzt, also zumindest auf Anhieb sehe ich es nicht. Auf Anhieb kann man nicht wirklich nicht erkennen, oder? Gucken wir mal genauer hin. Okay, eine Phantom ist runter in Rang 7 gelandet. Aber ansonsten, nee, hat sich hier nichts geändert. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hochseeflotte, was haben wir denn da? Kriegen die was rein? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh meine Güte. Leute, entschuldigt, aber das ist die Wyoming. Puh. Also wer sich für Schlachtschiffe interessiert, ne, der weiß, die Wyoming, die war einfach mal wow. Kriegst Gänsehaut. Holy, da ist sie wunderschön. Mega groß und fett und wunderschön. Boah. Puh, bist du hübsch. Sieht aber irgendwie kleiner aus als in den Dokus, die ich gesehen habe. Ja, okay, das ist, ja, ich weiß, Doku und Dings, ja, das ist nicht dasselbe, trotzdem sieht ein bisschen kleiner aus. Aber gut, kann wirklich auch nur so, ne? Sieht auch nur vielleicht so aus. Ach, guck mal, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Okay, das ist aber ganz blöd gedeichselt. Ja, gut, dass wir hier die Flugzeuge noch nicht verwenden können, finde ich schade, aber gut. So, was haben wir denn hier? 6 Türme, 305 mm Kanonen. Insgesamt sind das dann, was, 16? Ach nee, ich dachte schon. Warte mal. Sechsmal? 6 Türme. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Doch, kommt hin. 12 Geschütze insgesamt. 12 Geschütze. Kaliber 305 mm. Das ist schon heftig. Guckt man sich das Monster hier an. Schon von vorne sieht das Ding einfach mal heavy aus. Also, der Pott macht wirklich hier. Ja, der macht auch übel ernst. So, 16 mal 127 mm Kanonen mit dran. 3 mal 100er. Und 5 mal 3 Inch, was auch immer das sind. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, da ist eine neue Anzeige. Guck mal. Antitorpedoschutz. 250 Kilo. Klingt interessant. Klingt interessant. Also jetzt wird auch noch angezeigt, was wir für einen Schutz drin haben gegen Torpedos.
um da mal einen Vergleich zu erstellen, warum der Torpedo am Ende sogar noch durchgeschlagen hat. Also, ne? Das ist schon mal ganz nice. 28,6 Kilometer, genau. Kmh fährt das Ding. Na gut, ist recht langsam. Aber es hat ja auch 1000. Was? Nur? 1242 Mann auf dem Boot? Ich dachte, auf der Wyoming waren. Puh. Das ist eigentlich dann zu wenig an Besatzung, muss ich sagen. Ich dachte immer, die Wyoming hat so an die 3000 Mann. Naja, gut. Wir vertrauen darauf, dass Gaijin keinen Fehler macht, ne? Vertrauen wir darauf. So, Schutz, wie sieht's aus? Was sagt der Schutz? 280 mm. Dann haben wir hier noch eine Zusatzplatte dabei. Okay, hier, darunter nochmal was. 25, hier sind es 38. 229, 280, ei, 127, hier nochmal ein Schott dazwischen. Selbst die Türme rundherum, also dieser Munitionsaufzug, 254 mm, hiervon sind es 305, 203. Also das Ding ist gut gepanzert. Auf dem Deck her, weil das Deck ist ja aus Holz, trotzdem 80 mm Panzerung im Zwischenbereich. Also sobald. Und man sagt, das Deck, wie gesagt, das Deck ist aus Holz, aber ihr seht, darunter existiert halt gewalzter Panzerstahl. Das heißt, die Bombe kommt, wenn die hier wirklich durchs Holz durchklatscht, knallt die auf diese, ja, auf die Panzerung da drauf und explodiert dann. Na, sofern. Sieht interessant aus. Habt ihr so eine. Och, großer Gott, mein Geist. Oh, guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Viel Liebe zum Detail wieder, Gajin. Oh mein Gott, diesmal haben sie es richtig übertrieben. Boah, ich blick's ja kaum noch durch. Gut, dann gucken wir mal an, was wir hier an Munition verschießen können. Oh meine Güte, ich werde nicht mehr. Okay, das ist die einzigste Muni, die wir verwenden können für die 305, aber ich glaube, das reicht. Oh mein Gott, eine APC-Granate. Auf 10.000 Meter Entfernung 343 mm Durchschlagsleistung auf Winkel von 0. Wow. Also zwischen den Winkeln 0 und 30 ist dann schon so, ne? Das sind halt wie gesagt 30 und gesagt 29 und da kann schon noch ordentlich Schaden entstehen, wenn man da auf so einen Winkel treffen. Hei. Okay, die anderen Geschütze, was macht das Ding hier? Okay, das sind halt die üblichen, gewöhnlichen, wie man sie kennt, SAP-Granaten, ne? Gut, ja, die machen so lala. Aber die sind auch nur auf effektiv auf 7500 Meter Entfernung ungefähr. Das ist die zweite Granate, APC. Okay, die macht so einen mittelmäßigen. Ja, ich sag's mal so, die 127er Kanonen, die dienen ja wirklich dazu, kleinere Schiffe, ne, Korvetten, Zerstörer oder sonstiges halt zu bekämpfen, aufzuhalten. Guckt mal, wie das hier. Oh, guckt mal, wie das aussieht. Ist das geil? Die Klappen, die. Ach, das sieht so geil aus. Was passiert eigentlich, wenn eine wenn hier so eine Granate genau in diesen Punkt hier reinklatscht? Dann gibt es eine fette Explosion, ne? Glaube ja. Das ganze Schiff sieht einfach geil aus. Boah, wir kriegen die Wyoming. Das wird ein Gebretter geben, ey. Ja, was noch? Küstenflotte? Tatsächlich. Was? USS Candid. Gucken wir uns mal an, was das ist. Da mache ich aber keine Testfahrt. Ach Gottchen, was bist denn du? Ja, was bist denn du für ein kleiner Scheißer? Eieiei, ach ja. Okay. Wasserbomben. Werfer. Zwei Flak sehe ich hier, ein Hauptgeschütz. So, eine 3-Inch-Kanone von Kaliber Mark 10, 2x4 cm Bofors, wir kennen das ja, das ist die Flak. Und dann nochmal eine 4 cm, nochmal 4x2 cm Oerlikon, okay, also Maschinengewehr. Ja, 20 cm, 2 cm. So, Wasserbomben en masse. Schutz haben wir wohl keinen, ne, Innenbereich. Ist nicht so spektakulär. Okay. Gucken. Was machen wir für einen Schaden? Okay. Oh, die APC-Granate hier, die. Ja.
auf 5000 ist die sogar auch noch effektiv. Oh, wir haben hier auch diese, ne, ihr seht ja, hochexplosive Geschosse mit variablen Zeitzünder, also gegen Flugzeuge, auch mit dabei. Ja. Was bist du genau? Also Rating 3,3, okay. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, als was die gilt. Torpedokanonenboot. Ich habe keine Torpedos gesehen. Kanonenboot? Ja, aber ich habe keine Torpedos gesehen. Wartet, 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 wartet. Es könnte natürlich sein, dass. Nein, lässt sich nicht austauschen. Hier sind. Keine Torps dabei. Oh, da können sich jetzt die Geister streiten. Da habe ich keinen Bock drüber zu diskutieren. Gut, Knut. Dann gehen wir mal den Deutschen mal rein. Da soll ja auch ordentlich Zeug kommen. So, da wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Bis jetzt noch kein goldenes Band. Immer noch nicht. Ah, da haben wir es. Nein. Nein. Nein, Leute, das muss ein Schreibfehler sein. Marder? A1? Das ist ein Schreibfehler. Das ist ein Schreibfehler, bestimmt. Das ist ein Schreibfehler. Das ist kein Schreibfehler. Oh mein Gott! Es geht los! Die Marder kommen! Die Marder kommen! Oh, da muss ich eine Testfahrt machen, Leute. Das muss ich machen. Okay, wir gucken erstmal die Daten. Boah. Ey, jetzt bin ich richtig kribbelig, ey. 20 mm Kanone, dann Milan RGM, also Milan viermal, okay, und nochmal eine 7, nee, zweimal 7,62 mm Kanone, genau. So kenne ich das. So habe ich das Ding schon gesehen. Ja, ihr seht das richtig, hier hinten ist ein Geschütz dran. Ist das das Originalmodell eigentlich? Also, ja, das ist ein MG3, das müsste MG3, ja, steht auch hier drin, MG3 A1. Echt nice. Also ich finde, oh mein Gott, jetzt geht das los. Nachladezeit 10,4 Sekunden. Hier oben, wir haben eine hohe Kadenz, wie ihr seht. Das ist halt für das Hauptgeschütz. Ja, 84 km/h. Leute, das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, ob das wirklich so war. So, Panzerung. 32, 32. Wie gesagt, Marder, kennt ihr ja alle. Ist halt ja, panzerungstechnisch schlecht aufgestellt. Aber das Ding ist einfach so ein ganz nicer Kämpfer, mit dem man richtig gut arbeiten kann. Also Panzer mit den Raketen erledigen und im Zwischenbereich mit den 20 mm Kanone einfach mal ein paar Helis vom Himmel ja, schuppern. Ja, hier 15, 15. Naja, die Seitenschützer hat nur 4. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Oder habe ich das damals falsch gelesen im Buch 15? Ja, also Schutz hat es halt keinen, ne? In dem Sinn. Drei-Mann-Besatzung, ja, das stimmt sogar. Über die Info bin ich. Ach, hier wurde das immer gelagert. Ich habe mich schon immer mal gefragt, wo haben die eigentlich die Raketen gelagert? Hier also, wo sind. Sehr interessant. Da wäre doch eigentlich noch Platz gewesen für mehr, eigentlich. Ja, und ihr seht. Hier kann man natürlich nach hinten auch gehen. Einer von denen natürlich. Und dann nach hinten schießen, wenn es denn vonnöten ist. Geil. Finde ich nice. Ich freue mich drauf. So. Ja, wie gesagt, das sind die 20 mm Kanone. Was kriegen wir dann da vom Munitionscode? Okay, wir haben die DM 51 A1. Ja, und DM 43. Die geben sich nicht viel, aber damit kann man halt wirklich nur Flugzeuge, Helikopter abknallen. Die Milan kennt ihr ja schon mit ihren 530 mm, die sind natürlich krass. Die ist krass. 4 Stück, also wenn man mit Spotting-Funktion, okay, also wir haben alle wichtigen, notwendigen Dinge. 7,3er Rating, okay, das wird geil, das wird geil. Warte mal, 7,3? Ich mach gleich mal eine Testfahrt mit dem Baby. Ach, guck mal eine an. Guckt mal einer an, der kommt noch vor den. Okay, also der BMP-1 wird runtergeschoben ein Stück. Schade. Ich dachte, damit könnte ich dann. Na gut, egal. Ich werde das Ding trotzdem schnell erforschen. So, ich werde jetzt eine Testfahrt mit ihm machen. Oh Mann. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Ich muss ihn.
Ich liebe diese Marder-Modelle. Oh. Marder, Puma, oh, das ist so geil. Das ist so, das sind so meine Fahrzeuge, denen ich arbeiten kann. Okay. Der Turm bewegt sich original. Ja, doch, 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 doch. Oh, klingt doch geil. Oh, dieses Geräusch. Jupp. Okay. Rakete. Ist die Rakete schneller geworden oder habe ich was mit den Augen? So. Erstmal die Texte probieren lassen. So. Hä? Gibt doch die F5. Ja. Wegen IRC. Wegen IRC funktioniert das ja nicht. Kann ich während der Fahrt? Nein, während der Fahrt können wir immer noch nicht schießen. Ja gut, es geht auch im Real Life nicht so. Die ist deutlich schneller geworden, die Rakete. Jetzt wird so richtig die richtige Geschwindigkeit dargestellt von den Raketen. Weil die ganze Zeit, wenn man hier so eine Rakete abfeuert, das haben wir ja schon oft genug gesehen, sah das immer so lahmarschig aus. Müsst ihr natürlich schneller euch bewegen. Ich liebe dich, mein Schatz. Wie lange müssen wir warten, Gretchen? Ich will das Ding sofort haben. Oh, das fühlt sich so. Ja, ich weiß. Ich sag's mal so, ich krieg da Pipi in die Augen und ein feuchtes Höschen, Leute. Da krieg ich wirklich eine feuchte Hose. Das macht ja Spaß. Okay, was kriegen wir noch? Goldenes Band, goldenes Band, goldenes Band. Ah, wie viel? 8.910. Okay, wir kriegen ein Premium-Tam. IP. Oh. Oh. Schöner Skin. Aber ein bisschen teuer, muss ich sagen. Okay, 105 mm Kanone, wie wir es beim TAM kennen. Dann haben wir noch zwei Maschinengewehre vom Kaliber 7,62. Jo. 8,7 Sekunden in der Nachladezeit. 83 km/h. Entschuldigt. Ich wollte schon rülpsen. Ja, ich hab's noch unterdrückt. 32, ja, gut. Ja, gut, der TAM ist halt wirklich auch nicht dick gepanzert. Na, mal gucken, wie sieht's innen aus? Vier-Mann-Besatzung, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war es beim anderen TAM auch original? Vier-Mann? Gucken wir gleich mal nach. Okay. IP. Ist auch nichts anderes hier. Wir haben die DM12 wieder mit dabei. Wir haben eine Hash, also die Quetschkopf dabei, DM23 und die DM33. Ja, so wie wir es kennen. Ordentlich Damage, die DM33. Ist natürlich die teuerste Munition. Ach, nö, nö, hier 220 kostet die nur noch. Gut, das kann sich auch ändern, ne? Also alles, was ihr hier seht. Da kann es immer noch sich was ändern am Preis, an den Kosten mit Lines und. Das kann sich alles noch ändern, ne? Bis zum eigentlichen Tag X. Aber ich freue mich auf Tag X. Okay, Tam, bist ganz nice. Ne? Tam ist eigentlich was ganz Nices, aber der Problemfaktor ist halt, ne, das ist halt schon ordentlich Golden Eagle. Das kann sich, wie gesagt, noch ändern. Aber ich glaube, Gaijin bleibt da in ihrem 8000er Bereich. Na gut, dann Hubschrauber. Ist nichts getan. Wundert mich nicht.
Luftwaffe. Du, 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 komm schon. Du, 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 du. Entschuldigt, das musste mal sein. Da haben wir sie. Oh, das hat aber gedauert. Wie lange haben wir euch jetzt genervt, Gaijin? 2 Jahre? 2 Jahre am Stück hintereinander? Ne? 2 Jahre. Dann kommt ihr mit diesem komischen Crafting-Event, verarscht uns erstmal kräftig. Und dann erst kommt ihr mit der Phantom um die Ecke und sagt: Hier, guckt mal, ihr Deutschen, da habt ihr sie doch endlich. Wir wollten euch nicht ärgern, wir haben uns nur Zeit gelassen. Naja. Gut, 20 mm Kanone, 640 Schuss, 2066 km/h. Das Ding ist halt, wie gesagt, rattenschnell. Wendezeit 26,5 Sekunden. Da, die Steigrate. Die müssen wir mal kurz vergleichen mit denen von den Amis. Ne? Das hier ist die F-Version, 162,3 Meter pro Sekunde. Vergleichen wir mal kurz mal. Das ist die F, 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 Phantom C, E, okay. Ja gut, vergleichen wir es mit der hier. Achso, das ist die Phantom 2. Na trotzdem, kleiner Vergleich. Ganz kleiner Vergleich. Gleiche Geschwindigkeit. Bisschen höhere Steilgrade hat das hier. 159. Und das, was wir haben, hat. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ach nee, guck mal. Ja doch, das passt. Das passt. Steilgrade verbessert um knapp 3 km/h. Naja. Och, wie gern würde ich jetzt testen und fliegen. Aber gut, dann wollen wir mal in deine Sekundärbewaffnung reinschauen. Oh Mann, es ist Weihnachten, Leute. La 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 la. Okay, oh, wir kriegen die Sidewinder-Rakete, die J-Version und die E-Version. Beide zuverlässig, kann man nicht anders sagen. Die B ist schon wieder unzuverlässig, weil die B hat das Problem, maximale Überlastung 10G. Bei 10G kann sie dann ihren Ziel nicht mehr hinterher machen. Es gibt hier, weil das hier halt ein Spiel ist und es gibt hier in War Thunder dann halt tatsächlich ab und zu mal ein paar Piloten, die schaffen es auch auf bei 10G wirklich so in die Kurve reinzuziehen und ja, daher, also ja, kann man sich auf die 10G, also auf diese hier nicht so 100% verlassen, aber sie ist trotzdem nicht schlecht. Ja. Oh, hä? Die E hat auch 10G drin? Ich hab's nicht gedacht. Okay. Aber dafür eine längere Reichweite, 18 Kilometer. Ja, hier 20G. 20G, also 20G schafft kein Flugzeug. 5G ist schon für einen normalen Piloten in Real Life schon ein absoluter Höllentrip. Na, mal dazu. Ja. Warum kriegen wir hier wieder Pfundbomben? Müssen wir unbedingt den Bombentrick von der Amis nehmen oder was? 500 Pfundbomben, 18 Stück davon. Hier auch wieder 18, 18, 18. Was sind das hier? 750er. Oh, guckt euch die Bewaffnung an. Oh mein Gott, da wird's doch ein schummerig. Zuni-Raketen. 36 Stück. Also mit dem Layout hier ist man ja wirklich gut dran. Realistische Panzerschlacht. Nimmst du noch das Ding mit, fliegst da einmal quer drüber, hast du für mindestens 2 Kills oder sogar 5. Boah, scheiß die Banane, ey. Boots, Boots, Boots. Oh, das ist heftig hier. 11.000 Pfund Bomben. 11 Stück. Zona D. Ich glaube, da kann man mindestens drei Zonen. Drei Zonen sind drin, glaube ich. Müssten drin sein. Drei Zonen müssten drin sein. Die macht man einfach weg. Einmal nachladen. Eine Zone ist durch irgendeinen anderen Spieler kaputt. Und dann legt man die ganzen 11 Stück von diesen Monsterbomben einfach mal auf dem Flugplatz ab. Holy shit. Jo, aber der Weg dahin ist für mich natürlich noch lang und ja, spärlich. Also, ne, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Trotzdem, gucken wir mal bei Seeflotte, also bei Hochseeflotte vorbei. Ne, da kommt nichts mehr rein. Schade. Schade. Küstenflotte? Ne, oder? Ah, okay. Ach, die VS8 kommt jetzt rein. Auf die warten wir ja schon ewig, Gaijin. Ja.
Mit der haben wir damals den Semin-Test machen dürfen. Das hat ewig gedauert, bis wir die jetzt endlich mal sehen. 1600 Golden Eagles. Naja. Gut. Ja, teuer muss es sein. Es ist immer noch ein Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Okay. Jo, wir haben 4x15 cm MG-Kanzeln. Na, diese 15.1 da. Also die 151 seht ihr, aber ihr kennt dieses Maschinengewehr. 8000 Schuss, das reicht vollkommen aus. 16 Minen, 16 Kontaktminen. Nicht schlecht. 101 km/h schnell. Jo, 22 Mann Besatzung halt. Schutz gibt's keinen, wie ihr seht. So ist im Innenbereich aufgebaut. Ja, krass. So, finde ich nice. Aber Testfahrt machen wir jetzt keine. Testfahrt mache ich jetzt keine. Gut, dann hier sind wir schon mal fertig. Ach, der Marder, ich krieg die Krise, ey. Dann gucken wir mal, kriegen die Russen irgendwas? Obwohl, die haben ja schon so viel eigentlich. Eigentlich haben sie genug, aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Eigentlich. Nee, bis jetzt. Tote Hose, tote Hose. Die kriegen keine Panzer. Das ist ja mal wieder eine Ausnahme. Sonst kriegen die immer einen Panzer. Die kriegen wirklich keinen Panzer. Find ich toll. Find ich toll. Nimmt's mir nicht übel, Leute, aber die russischen Panzer-Ding hier, die haben sowieso schon immer bei jedem Patch immer so 2 bis 3 Extras bekommen. Auch wenn hier noch Massenlücken sind, aber trotzdem, ne? Gut, Helikopter, oh, da ist nichts. Hat sich deine Aufstellung was geändert? Nee, das sieht nur so aus. So, Luftwaffe, da könnte was reinkommen. Gehe ich mal davon aus. Ah doch, Jak 28B. Okay, was ist eine Jak 28B nochmal gewesen? Uiuiui, ist das nicht diese Strato? Wie heißt das Ding? Ah, nicht Strato. Ach, weiß ich den Namen nicht mehr. Gibt's so einen Spitznamen für so ein Monster, wie das hier aussieht? Alter Verwalter, was bist du denn? Du bist ein Bomber, das sehe ich dir an. Du bist ein Bomber. Du bist ein Brummer, ey. Okay, wir haben noch eine Maschinenkanone dabei mit 50 Schuss, eine 23 mm. Naja, gut. 1099 km/h, das ist Unterschall. Oder? Ja, gut. Pi mal Daumen, könnte noch. Nee, könnte nicht. Oder? Ja, nee. Was? Wendezeit? 32,3 Sekunden. Steigt gerade, ist nicht gerade berauschend für einen Bomber. 28,6 Meter. Und naja. Okay, gucken wir mal, was haben wir denn hier an Waffenauswahl? Oh Gott. Okay, wir können 8-mal von den 100 Kilo Bomben schmeißen, also diese OFAP, ne? Eine 3000er. Dann ja, 6-mal 250er, noch eine 1500er und 2-mal, das ist aber nicht. Naja, nee, das ist nicht der Oberbrummer, das ist nicht das Brummermonster. Also es geht, was wir abschmeißen können. Es geht. Ist nicht allzu viel. Ist jetzt nicht der Über. Ja, okay. Habe ich mir mehr erhofft. Oh, ich sehe schon. Su-7 BKM. Da ist sie. Die Premium-Maschine. Ägypten. Ich wusste doch die Flagge von. Ich wusste doch, es ist die Flagge von Ägypten. Ja, wir kennen die Su-7 Modellreihe, aber wir gehen trotzdem mal kurz auf die Daten. 30 mm, 2x, 160 Schuss, 3000, genau. 2323 km/h. Jetzt habe ich einen Zahlendreher gehabt. 26,6 Sekunden der Wende, ist nicht schlecht. Steigrade 225,5 Meter. Aber 60 Euro halt. 60 Euro, das müsst ihr euch nochmal genau überlegen, Leute. Wie sieht es mit der Bewaffnung aus? Oh, das ist aber nicht Weihnachten. Nein, 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 nein. 250er zweimal und 4x500er Kilobomben.
Oder 4x, oder 6x250er. Sind das? Ach, die S24, die sind jetzt nicht so der absolute Knüller. Die S3er, die sind geiler. Ja, davon 42 Stück. Wenn man ordentlich trifft, ja. Oder man nimmt die hier mit, aber die machen halt deutlich weniger Damage, dafür hat man deutlich mehr davon. Na, die S5K. Oh, so richtig. Ja, es geht. Es geht. Bei dem machen wir jetzt keinen Testflug, weil die SU-7, die kennen wir schon auswendig eigentlich. Ja, davon haben wir ja schon so einige Modelle. Entschuldigt, das solltet ihr hier nicht hören. Ich bin voll am Gehen. Es ist halt abends. Ich habe es zu spät mitgekriegt. So, MiG-23M. Oh, da geht's so los. Die Klappflügel. Eieieiei, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, dafür werden wir natürlich eine extra Funktion bekommen, also eine extra Taste. Das steht mal fest. Ja, jetzt geht's langsam los. Okay, ja, MiG-23M. Lass mal sehen. Hä? Eine? Ich dachte, die hat immer zwei von den 23ern gehabt. Ja gut, ist die M-Version. MiG-23. Ich glaube, bei der MiG-23, ich glaube, die E-Version war mit den zwei 23ern. Ich weiß es nicht mehr genau. Möglich ist es. Möglich ist es. Okay, 200 Schuss ist nicht gerade wenig, aber auch nicht so viel. 2346 km/h schnell. 35,3 Sekunden in der Wendezeit. Steigrade 145,3 Meter pro Sekunde. Ja, dann gucken wir mal hier in die. Be Wow, schön. Schön siehst du aus. R23, R2R-Missile, ne? Aber bei 16G ist Schluss, aber trotzdem, das packt sowieso keiner, 16G zu erreichen. Da zerfetzt einen Flieger eventuell. Ja. Außer in Arcade natürlich, aber ansonsten, ja, wirklich geil. So, was haben wir dann noch dazu? Von den 100 Kilo Bomben haben wir 8 Stück dabei, hier genauso. Okay, wir haben zwei verschiedene R23. Was ist der Unterschied? Okay, ich sehe jetzt nicht gleich den Unterschied. Aber irgendwo wird es sein, oder? Höchstgeschwindigkeit? Nein. Maximal Overload during launch 3,7G. 3,7. Waffeneinrastwahrscheinlichkeit. Reichweite in allen Bereichen 1,30 Kilometer. Interner Bereich 6 Kilometer. Und was steht hier? Oh, hier steht das gar nicht. Das ist der Fehler. Ach so, weil das hier gelenkt IR ist, also IR, ne? Infrarot. Und das hier ist über Radar. Na gut. Dann haben wir hier noch die R60 Luft-Luft-Rakete. Die geht auch sowas von geil klar. Ja, aber Bombenqualität immer nur 100 Kilo. Ne, geht auch nicht höher. Sieht aber trotzdem nice aus. Ah, hier geht es ein bisschen besser. Okay. Das hier eine 250er. Wir haben die Möglichkeit, zweimal 500er abzuschmeißen. Was ist das hier? Ach, guck mal, die KH-23M-Raketen. Und die sind ja auch nicht gerade schlecht. Wenig Durchschlagsleistung, aber trotzdem nicht schlecht. Jo. Sieht geil aus, gefällt mir. Oh, bis ich die habe. Oh Mann. Kampf-Rating. Alter, das Rating 11-0. Das dauert, bis ich die habe. Na gut. Hochseeflotte. Habt ihr da was bekommen? Oh, tatsächlich. Ein Zerstörer. Ja, hier steht leider nicht so. Okay, PR-30 bis. PR-30 bis. Oh, hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Hübschi, hübschi, hübsch, hübsch, hübsch. Okay, wir haben Torpedos. Wir haben zwei Kanzeln, also zwei Türme, 13 cm Geschütze, okay. Dann eine 85 mm Kanone dazu und 7x37. Also wir haben genug Flakgeschütze dabei. Okay. 286 Mann Besatzung, 60 km/h. Okay. Extra Schutz.
Oh, die Brücke hat 10 mm, das hilft ja sowas von. Oh, sieht im Innenbereich schön aus. So, gucken wir mal nach der Bewaff. Oh, wir können hier ganz schön was auswählen. Die Torps haben aber eine schlechte Reichweite. 4 Kilometer ist gar nichts. Aber wir können auch Minen schmeißen gehen. Ist ja mal geil. Ja, wir können auch Ankertau-Minen schmeißen. 60 Stück von denen. Nicht schlecht. So, 130 mm Kanone. Wie gesagt, immer HE dabei. Dann haben wir diese SAP. Mit einem ordentlichen Durchschlag. Ja, bei 10.000 machen wir noch 101 mm. Das ist nicht schlecht. Und halt, ja, okay. Das zweite Geschütz. Naja, ja. Ja, komm, das geht. Also, ja, kann man mitarbeiten, ne? Kann man mitarbeiten. Gut, 5000 Maximum Meter also entfernt können wir da treffen und schießen. 83 mm Durchschlagsleistung dann. Es geht. Oh, finde ich nicht schlecht. Ja, hat noch einen komischen Namen. Bezu, das kenne ich noch nicht, kann ich noch nicht aussprechen. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. So, obwohl mir das nicht so passt, Leute, mache ich hier im Zwischenbereich jetzt erstmal einen Cut. Ne? Und dann geht es in der zweiten Hälfte dann weiter, weil das geht schon sehr lang, das Video. Damit das mit dem Hochladen dann halt auch ein bisschen einfacher wird. Ihr müsst verstehen. Gut, dann bis zum zweiten Folge, also bis zur zweiten Runde. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.